an und angucken. Das jetzt Replay nochmal schön angucken. Das war jetzt eine lustige Runde. Also dann. Zugefroren 10. Runde. Ein bisschen auf dem Alpha war es. Okay. So, erstmal schön. Alles erstmal gerannt, wenn ich losfahren wollte. Ich kurz mal dauern, 1 Minuten, bis ich erstmal im Kampf bin. So. B, hab ich ja. Mal gucken. Der Gegner weiß, wo wir sind. Ja, so der E75. Einzielen. Erste Kettenrad. Der Gegner zieht auf uns. Der ist am Ende verstanden. Ich schieße im Unterwanne. Unterwanne und ich prall ab. Ich habe halt an dem Efen in die Unterwanne geschossen und bin abgeprallt. Das war halt richtig bitter. Und jetzt kommt halt das richtig Blöde im Conway. Das war jetzt wirklich meine Schuld. Er hat geschossen, 50B wollte rückwärts fahren und wurde dann dadurch gekettet. 50B und ist herausgenommen worden auf dem Wanderung um 50 und 20. So, jetzt drehe ich mich, glaube ich. Wohin? So. Hochgefahren, geguckt eigentlich, wie es scoutet hat, wer anvisiert. So, da ist ein M454, weil ich nicht mehr gesehen. Jetzt den Panzerkampfwagen 7 eigentlich zum Turm zimmern wollen, aber nicht getroffen, weil ich durchgekommen. Ruf ist abgehauen. Jetzt im Armix eine gezimmert. War jetzt der von hinten. Und jetzt kommt aber die beste Szene im ganzen Gefecht. Ich war an den Dings ran. Er sieht mich nicht. Er fährt weiter. Emmerich wird vom Kollegen beschädigt. Und Brand und Poff. Durch den Brand ein Emmerich hochgejagt. Das war einfach cool. Was sie noch hinterherjagen, hinterherfahren.
So, jetzt Auto-Aim. Ja, das ist eigentlich nicht mehr so spannend. Und wegfahren, jetzt geht da hinten der Bergpanzer auf, ich drehe. Ach, ich habe ihn sogar gescoutet gehabt, gar nicht gemerkt. Und puff. Ja. Da passiert jetzt eigentlich gar nichts mehr in dem Gefecht. Bin so vorgespult. Hab Hai geladen. Habe ich auf Hai umgeladen jetzt, glaube ich. Und geschossen. Und 700. Dann ist noch hier. Sprengmeister. Und das passt dann. Das war alles gut. Before I can return.